Naja, egal, sie scheint erfreut zu sein und das genügte mir vollkommen. Ich machte die Tür leise zu und ging in mein Zimmer und machte mich fertig, um zu schlafen, um morgen wieder topfit zu sein. Als ich von einem stumpfen Gekeuche geweckt wurde, wollte ich nachschauen, was es war, aber ich konnte mich nicht fortbewegen, weil ich an den Armen und den Beinen gefesselt wurde. Was ist hier los? Ich bekam Panik und schaute mich im ganzen Raum um, aber ich sah nur ganz wenig, weil es noch mitten in der Nacht war. Als ich eine kleine Bewegung wahrnahm, sah ich eine kleine zierliche Silhouette. Als diese Person letztendlich das Licht anmachte, erschrak ich mich zum zweiten Mal. Der Anblick der Person, die mich anscheinend gefesselt hatte, war angsteinflößend. Fast überall war Blut an den Klamotten des Übeltäters, der sich als Caro herausstellte. Ihr wunderschönes Kleid, das weiß wie frisch gefallener Schnee ist, war mit Blutflecken übersät. Woher kam das Blut? Von wem ist das? Ich war vor Angst gelähmt und bekam kein einziges Wort aus meiner Kehle. Während mir dieser Gedanke im Kopf schwirrte, kam Caro mit einem Küchenmesser und einem erfreuten Lächeln auf mich zu. Na, Merle, hast du mich vermisst? Oder warum starrst du mich so an? Das, was mir aber am meisten Angst machte momentan, war ihr Gesichtsausdruck. Er sah so unschuldig aus, als ob es nichts Schlimmes wäre, was sie gerade tat. Sie war auch anscheinend daran schuld, dass ich hier gefesselt war. Je näher sie kam, desto mehr windete ich mich an die Wand, um so viel Abstand von ihr zu bekommen wie möglich. Obwohl ich weiß, dass es nicht viel bringen würde, weil ja eine Wand hinter mir war. Hey, Caro, mach nichts Falsches, was du bereuen würdest. Sie lachte auf, als ich die Wand hinter mir spürte und zückte das Messer, das sie in der Hand hatte. Ich versuchte, mich mit Treten zu verteidigen und mich so vor Caro zu schützen, was mir am Anfang auch gelang, aber das machte es sie wütend. Du nervst, sagte sie aggressiv und nahm das Messer und rammte es mir in den rechten Unterschenkel. Ich schrie auf, denn ich fühlte förmlich, wie mein Fleisch Stück für Stück zerschnitten und mir dadurch Qualen bereitete. Als sie sah, wie ich mich vor Schmerzen wendete. Warum machst du das? Wimmerte ich. Das müsstest du wissen, Merle. Mit den Worten drückte sie mir das Messer mehr und mehr in mein Bein und fing an zu grinsen. Ich fing an zu weinen, weil dies höllisch weh tat. Es machte ihr anscheinend Spaß, dass ich so litt, und deswegen zog sie es meinen Schenkel hinunter. Ich schrie am Spieß, weil dies sehr brannte. Diese Schmerzen sind einfach unbeschreiblich schmerzhaft. Meine Tränen finden einfach kein Ende. Das liebenswerte Mädchen von damals starb in dieser Nacht und das Monster in ihr gewann die Überhand. Ich bemerkte auf einmal, dass sie das Messer aus meinem Bein nahm und eine klaffende Wunde hinterließ. Was hat sie denn jetzt vor? Es tut mir leid, Merle, flüsterte sie leise, als sie mir dabei ins Gesicht sah und sich neben mich auf das Bett saß. Ihre linke Hand lag auf meiner Wange und mit der anderen hat sie das Messer neben sich gelegt. Mit den drei Worten machte sie mir Hoffnung, dass das einer ihrer Attacken war und sie verrückt gemacht habe. Aber dieser Gedanke verschwand so schnell, wie er gekommen war, als ich ihr krankes und diabolisches Lachen zu hören bekam. Mir tut es leid, dass ich das nicht schon früher gemacht habe. Sie nahm das Messer, was sie neben sich gelegt hatte, und stach mir in den Bauch. Ich keuchte und schmeckte Blut in meinem Mund. Jeder Messerhieb in meinem Bauch war markerschütternd. Ich merkte, wie sie manche Organe von mir dabei streifte oder auch durchstach. Ich spuckte mehr und mehr Blut. Das ist dafür, dass du nicht mit mir gespielt hast. Sie stach mir in die Schulter. Und das ist dafür, dass du nicht das Versprechen eingehalten hast, was du mir gabst. Wenn es gehalten hättest, wäre es nicht so weit gekommen. Und somit stach sie mir ins untere Teil meines Oberschenkels und schnitt mir einen Teil meines gleichen heraus. Kraft, um zu schauen, zu schreien, besaß ich nicht mehr und den Willen genauso nicht mehr. Aber was ich mich fragte, was meinte sie mit Versprechen? Caro, was für ein Versprechen meinst du? Kam es keuchend aus meinem Mund. Als sie zu Ende sprach, sah sie mich in einem Moment traurig
aber am nächsten mit einem wiederum undeutbaren Blick an. Lass uns ein letztes Mal zusammen Maus spielen, bevor du dahin scheidest. Sie ging Richtung Tür, blieb aber nochmal kurz stehen. Ach ja, ich hab's nicht gern beim Spielen heimlich beobachtet zu werden. Klar bin ich nicht dumm, um das nicht zu bemerken. Mit den Worten ging sie in ihr Zimmer. Jetzt denkt ihr bestimmt, hau ab, bevor sie kommt, oder? Das kann ich leider nicht, weil ich schon genug Blut verloren habe und dadurch kaum Kraft mehr habe, mich in Sicherheit zu bringen. Auch wenn es nicht so wäre, bin ich noch gefesselt. Ich frage mich bloß, wie sie es geschafft hat, die Knoten so festzumachen. Ohne Hoffnung, noch lebendig aus dem Haus zu entkommen, warte ich auf Caro. Ich hörte Schritte und ein schleifendes Geräusch, die immer näher kam und dann letztendlich ins Zimmer kam. Mir wurde plötzlich übel, als ich sah, was das Schleifen erzeugt hatte. So, ich bin wieder da und ich habe jemanden mitgebracht. Mit den Worten bunt sie mich los. Setz dich doch schon mal an den Tisch. Sie lächelte mich an, während ich mich an den Stuhl, der am Tisch war, gerobt und mich draufhieft habe. In der Zeit hatte sie die Karten frisch gemischt und ausgeteilt. Das, was sie noch mitgenommen hatte, stellte sie auf den Tisch. Es widerte mich an. Es war der enthauptete Kopf von Miss Blake. Wie? Nein, das kann nicht sein. Oder doch? Es war also ihr Kopf, womit Caro vorhin gespielt hatte. Und ich hätte gedacht, dass es ein normaler Puppenkopf war. Man konnte ja nicht viel erkennen, weil die Kleine mir den Rücken zeigte, wo sie gespielt hatte. Ach ja, ich vergaß dir unseren Zuschauer vorzustellen. Sag guten Tag zu meiner Mama, sagte sie zu mir mit einem Lächeln auf den Lippen. Ich tat, was sie von mir verlangte. Warum hast du das getan? Fragte ich sie mit einem entsetzten Gesicht. Warum? Mal überlegen. Ach ja, jetzt weiß ich's wieder. Sie wollte, während wir mitten in einem Spiel waren, gehen wegen ihrer ach so wichtigen Arbeit. Da wollte ich sie davon abbringen und hatte sie mit meinen Händen festgehalten. Während den Gedänge fiel Mama mit ihrem Kopf gegen eine Kante eines Schrankes, der in der Nähe stand, und verlor ihr Bewusstsein. Naja, mir wurde langweilig und ich hab dann Doktor gespielt. Und hab mit einer Säge, die der Gärtner benutzt, ihren Kopf amputiert. Während sie das sagte, fingen wir an zu spielen. Ich muss zugeben, seit dem letzten Mal, wo wir gespielt hatten, ist sie verdammt gut geworden. Wenn du Fragen hast, kannst du sie mir stellen. Ich bin ja kein böses Monster, das dir die Worte verbietet, sagte sie mir, während sie sehr auf das Spiel konzentriert war. Danke, dass ich dir Fragen stellen darf. Du musst mir nicht danken, wir sind ja Freunde. Daraufhin stellte ich schon eine Frage. Was für ein Versprechen meintest du vorhin? Sie nahm ihren Blick von den Karten und sah mich mit einem ernsten Blick an. Du erinnerst dich anscheinend nicht, also helfe ich dir mal auf die Sprünge. Am ersten Tag, wo du bei uns angefangen hast zu arbeiten, hast du mir versprochen, mit mir zu spielen, egal wann und wo. Und daran hast du dich nicht gehalten. Ich habe dir sogar noch 2 Chancen gegeben und diese hast du auch nicht wahrgenommen. Dann wurde sie still und fing an zu zittern. Dann wurde sie laut. Aber ich habe mich an meins gehalten. Ich habe versucht, ein gutes Mädchen zu sein. Auf alles zu hören, was du mir sagst, solange du mit mir spielst. Und was hast du gemacht? Du hast dich einen Scheiß um das Versprechen gekümmert. Jetzt ist es mir auch egal, was es dir wird. Ach ja, noch was. Mau, du hast verloren. Mir wurde schwummrig und alles drehte sich um mich. So ende ich also? Ich verlor meine ganze Kraft und sackte mit meinem Körper zusammen. Alles um mich wurde schwarz und so starb ich letztendlich. Das war meine Geschichte. Und bitte versprich nicht jenen alles,
denn es wird immer einen geben, der das Versprechen bricht. Denn ich möchte nur ungern, dass ihr so endet wie ich. Ich hoffe, ich konnte euch aufklären, dass Versprechen nicht dafür da sind, gebrochen zu werden. Denn für was verspricht man denn was?